Herzlich willkommen bei Stimmen des Gläubigen. Stimmen des Gläubigen ist Teil der Bibelbaptistenbewegung. Und so, wir machen heute ein neues Video. Und zwar reden wir heute über den Abfall. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit legen in 2. Thessaloniker 2, Vers 3. Die Bibel sagt: Lasst euch niemand verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht. Und es geht hier um den Tag Christi. Denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. Und so, was wir sehen ist, wir sind in der Gemeindezeit. Und in dieser Gemeindezeit ist, und ich sage mal, im Ende dieser Gemeindezeit ist, was wir nennen, den Abfall. Wir haben einen Abfall. Nun, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir sind in der Trübsal. Und die Trübsal ist sicherlich 3,5 Jahre. Und in dieser Trübsal ist alles Schlimme. Die Bibel nennt das auch, wie es in den Tagen Noahs war. Noahs. Sie freiten und ließen sich freien. Das heißt, sie trieben Hurereien, sie machten nichts drauf. Und was wir sehen hier in diesen letzten Tagen von der Gemeindezeit, wir sehen einen Abfall oder wir sehen einen Vorläufer der Trübsal. Und das ist, wo wir uns heute befinden. Die Gemeinde ist in einem, was wir nennen, einem Abfall. Und das muss man und das darf man nicht vergessen. Die Christenheit, der Leib Christi als solches, ist im Abfall. Und so, wenn wir kommen zu Offenbarung 3, Vers 20, da steht geschrieben in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So, wenn meine Stimme hören wird und die Tun auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und so vergeistigt angesprochen, eines dieser Zeichen von dem Abfall, und ich mache es hier, ist: Jesus steht draußen. Wenn wir heute eines sehen, ist, Jesus Christus ist nicht mehr im Zentrum. Dieser Jesus, wo mit Prunk und allem, mit diesen ganzen neutechnologischen Musik und all diese ganzen Show gemacht hat, das ist nicht der Jesus der Bibel, das ist Nimrod, das ist nicht der Jesus der Bibel. Der Jesus der Bibel liebt Anbetung. Anbetung. Und das ist mit geistiger Musik, zum Beispiel Heilig, 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 Gott, ewig Vater. So, was wir sehen ist, es ist eine heilige Anbetung. Da macht ihr keine Gedanken, ich bin kein Sänger. So, es gibt andere, die das viel besser können. Aber heute steht Jesus Christus draußen. Das ist ein Merkmal. Ein anderes Merkmal sehen wir in Römer 11. Kommt zu Römer 11. Römer 11, Vers 18. Die Bibel sagt in Römer 11, Vers 18, so rühme dich nicht wieder die Zweige, rühmst du dich aber wieder sie, so sollst du wissen, dass die Wurzel nicht träge ist, sondern die Wurzel träge dich. So sprichst du, die Zweige sind zerbrochen, Israel, dass ich hineingepfropft würde. Ist wohl geredet. Sie sind zerbrochen um ihres Unglaubens willen. Du stehst aber durch den Glauben, sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott der natürliche Zweige nicht verschont, dass er vielleicht dein auch nicht verschont. Und er redet von der Gemeinde. So, was wir, ein nächstes Merkmal, ein nächster Punkt ist eigentlich Stolz. Stolz. Stolz ist heute ein großes Problem. Jeder denkt, er weiß es selber besser. Man fragt nicht mehr, was sagt der Herr, was sagt die Bibel, sondern man ist stolz, man schaut nur noch auf seine Gefühle. Das ist, was man hier nehmen kann. Es wird nur noch geschaut auf Gefühle. Und lass uns eine andere Stelle nehmen, in 2. Timotheus 3. Und das ist, wo Paulus sagt, in den letzten Zeiten, und so die Leute sagen, was sind die letzten Zeiten? Das ist doch die Trübsal. Möglich. Ist aber auch die letzten Zeiten von dieser Gemeindezeit. Also das darf man nicht vergessen, dass zum Beispiel Paulus schon in 2. Korinther 2, Vers 17 sagt, denn wir sind nicht wie etliche viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern als Lauterkeit, als aus vor Gott. Vor Gott reden wir das in Christus. So, Gottes Wort wurde verfälscht, zum Beispiel schon seit Paulus gelebt hat. So, ein anderer Punkt ist, dass die Verfälschung von Gottes Wort, die Verfälschung von Gottes Wort deutlich zunimmt.
Manchmal sagt man, ah, das ist so amerikanisch, was ihr redet. Amerikaner haben nur Gottes Wort verfälscht. Wenn überhaupt, die reine Bibel kommt aus aus England. Die King James 1611 wurde in England gemacht, nicht in Amerika. Amerika hat nur Gottes Wort verfälscht. Was wir haben, ist ein biblischer Glaube, nicht ein amerikanischer oder ein deutscher oder ein Schweizer oder ein asiatischer Glaube. Wir glauben an Jesus Christus. Also das ist ein Merkmal, die Verfälschung von Gottes Wort nimmt deutlich zu. Es geht nach oben. Ja. In 2. Timotheus 3, Vers 1 sagen, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Es werden Menschen sein, die von sich selbst halten. Stolz sind sie. Sie sind stolz. Sie halten von sich selbst. Sie nennen sich Doktor. Was wir hier sehen in dieser Zeit, ist, alle sind gebildet. Und ich nenne es einfach Doktor. Alle sind gebildet. Doktor, Doktor, Doktor. denn es werden Menschen sein, die von sich selbst halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich. Ungeistlichkeit nimmt überhand. Undankbarkeit. Man ist heute den Eltern ungehorsam. Unglaublich, wie viele ungehorsame Kinder es heute gibt. Das ist in den letzten Tagen. Und es ist nicht nur unter Ungläubigen. Es ist auch von neuem geborenen Christen. Die Gemeinde heute ist ein Saustall. sie machen nur noch alles für sich selbst. Ihr steht hier störig, unversehentlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig, Frevler, Verräter, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust den Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Und in Vers 7 lernen immer da und können nimmer mehr zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, sie sind heute ewige Studenten. Es war in Apostelgeschichte 17, wo sie sagten, ah, sie lernen und lernen und lernen und lernen. Und ich möchte euch noch zeigen, in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, halte an der Seite zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Strafe treu, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren juckern. Weißt du, was man in den letzten Tagen sieht? In den letzten Tagen, lass mich es hier machen, in den letzten Tagen sieht man nur noch Vorträger. Und keine Prediger mehr. Man möchte heute mehr Vorträge halten und keine Predigen. Man wollte zu einem Vortrag. Ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst, ich gehe nicht mehr in die Predigt, ich höre mir einen Vortrag an. Das ist ein Zeichen dieser letzten Tagen. Abfall. Das ist, was es ist. Das ist eigentlich der große Abfall. Das ist, was wir heute sehen. Einen riesigen Abfall. Und warum sehen wir diesen Abfall? Weil die Menschen nicht verstehen, dass sie eigentlich nicht mehr nach Gottes Wort handeln. Kommt zu Offenbarung 13. Offenbarung 13. Und das ist etwas, was wir jetzt in Vorläufer sehen, was wir in der Trübsal. Und zwar Offenbarung 13, Vers 14. Und verführte die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun von dem Tier, und sagte denen, die auf Erden wohnen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollten, dass die Wunde vom Schwert hatte lebendig worden war, und es ward ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass das Tieresbild redete. Welches Bild kann heute reden? Und lass mich das in Rot hier machen. Etwas, was wir hier sehen in den letzten Tagen, ist TV und Computer. Es ist ein Computer oder heute ein Smartphone. Alle sind nur noch auf ihren Smartphones. Und ich rede von Christen. Sie lesen nicht mehr ihre Bibel, aber sie wissen alles, was auf Facebook passiert. Die Bilder reden plötzlich. Wie kann ein Bild reden? TV, Computer, Smartphone. Wir sehen heute, Technologie explodiert. Die Menschen wollen immer mehr Technologie. Sie wollen sich nicht mehr beschäftigen mit dem alten Buch. Mit der alten Lutherbibel. Einem alten Buch, wo sagt, was sagt die Bibel. Was sagt den Herrn? Das sagt den Herrn. Das wollen sie heute nicht mehr sehen. Das ist Abfall. TV, Computer. Na, sei vorsichtig damit. Du musst das Ding einschränken. Du musst es können benutzen zu Gottes Ehren, wenn überhaupt. Aber du sollst dich nicht ständig mit diesem Zeugs rummachen. Es ist heute, und das ist, was wir in einer Gemeinde sehen heute, lass mich das noch zeigen, eine Show.
Heute wird nur noch eine Show gemacht. Mit Mikrofonen und allen schönen Boxen. Und man probiert eine Show. Show, Show, Show. Heute muss alles eine Show sein. Es muss sich gut anfühlen. Ich muss mich gut fühlen. Und das ist genau der Fehler. Nun, bei Stimme des Gläubigen kriegst du das nicht. Bei Stimme des Gläubigen kriegst du das alte Buch. Wir glauben an die Wahrheit. Wir sind überzeugt, dass dieser Abfall etwas ist, was heute gekommen ist, aus Ausbildung, aus Verfälschung von Gottes Wort. Und es ist eigentlich ein Abkehren von Gottes Wort. Gottes Wort verändert Menschen. So, wenn du eine Gemeinde suchst, komm auf uns zu. Prediger@stimmedesgläubigen.de. Wir glauben noch an die Ortsgemeinde. Bei uns wird das Wort gepredigt, wie es Paulus gepredigt hat. Und nicht mit dieser neuen, modernen Show. Das ist, wenn du das suchst, wenn du möchtest wachsen im Glauben, dann komm zu uns. Hier wirst du, wir glauben an Wachstum. Bei uns ist Jesus Christus im Zentrum, nicht vor der Tür. Amen. Und so, wir hoffen, dass dieses Video hat dir gefallen. Wir möchten dich bitten, dass du uns anschreibst. Abonniere unseren Kanal. Tu die kleine Lampe oder das kleine, den Wecker da drauf machen, die Alarmglocke, dass du neue Videos bekommst, dass du hörst, wenn wir neue Videos machen. In aller Regel 2-3 Mal in der Woche. So, wir hoffen, dieses Video hat dir gefallen und wir wünschen dir eine gute Woche.